5 Wochen lang haben wir nichts zu dir gesagt. In dieser Zeit konnten du und deine Jünger dich als Sieger fühlen. Wir haben durch dich etwa 500 Abonnenten verloren, 300 Euro von der monatlichen Unterstützung für unseren Kanal ist weggefallen und wir mussten uns hunderte verbale Angriffe gefallen lassen. Was war passiert? In 2 Videos haben wir die AfD als echte Alternative zu den Altparteien in Frage gestellt und dabei haben wir auch das politische und mediale Establishment in diesem Land scharf kritisiert, aber das alles spielte für deine Leute keine Rolle. Die meisten waren auf einen einzigen Punkt fokussiert. Unsere Kritik an deiner Person. Für diejenigen, die dich nicht kennen. Wir sind ja heute schon froh, wenn wir Zug fahren können, ohne mit Äxten und Messern angegriffen zu werden. Feroz Khan ist ein in Frankfurt am Main geborener Sohn pakistanischer Einwanderer, der seit 2016 den YouTube-Kanal Achse Ost-West betreibt und dort als Fürsprecher und Advokat der AfD auftritt. Aber bevor wir seine Person und seine Masche Stück für Stück sezieren und untersuchen, warum machen wir dieses Video? Wir hatten in diesem Video, was in der Summe, glaube ich, 4 Stunden ging, es waren 2 Videos über die AfD, da haben wir, glaube ich, 4, 5, 6, 7 Minuten vielleicht über Feroz Khan gesprochen, wobei wir einleitend gesagt haben, wir wollen nicht über ihn sprechen, wir wollen nicht auf seine Punkte eingehen, weil wir ihn eher lieber zu einer Diskussion, zu einer Debatte herausfordern möchten. Was ist das für eine Person, die das mitgeteilt bekommt, nicht nur von uns, sondern von anderen auch, dass man sagt, hier, mal zu, wie sieht's aus? Lass mal debattieren. Ja? Du hast Ansichten, wir teilen sie nicht. Lass das mal quasi gemeinsam face-to-face diskutieren. Und diese Person, anstatt die Debatte anzunehmen oder auch nicht anzunehmen, ja, reagiert darauf, indem sie sagt, ja, sie will es machen, aber sie möchte Geld dafür haben. Ja? Das heißt, wir hätten für irgendwelche Kosten aufkommen müssen. Und wir haben gesagt, na, wir machen das nicht. Ja? Es geht hier ums Prinzip. Wir machen das nicht für Geld, sondern wir machen das quasi für einen Kampf um die bessere Idee. Und dann hat das Ganze nicht stattgefunden. Man könnte auch sagen, okay, es ist vielleicht Aufwand gewesen, dahin reisen etc., aber wir wissen, dass Feroz Khans Eltern in im Rhein-Main-Gebiet leben und er auch immer wieder dort ist. Das heißt, man hätte das ohne Probleme umsetzen können, aber er hat, ja, er wollte es nicht. Und dann kann man sagen, okay, dann lass es einfach dabei, dann reagier nicht darauf, reagier nicht auf die Herausforderung. Wir haben es noch nicht mal publik gemacht. Wir hätten auch sofort sagen können, hier, er will Geld haben, er scheut sich, es ist ein Feigling. Das hätten wir auch machen können. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben es einfach auf sich bewenden lassen. Wir hätten, glaube ich, in Ruhe ein Video über ihn gemacht. Aber was hat er stattdessen gemacht? Stattdessen haut er 25 Minuten Dinger raus, wo er auch quasi auf diese 5 Minuten, die wir auf ihn eingehen, reagiert. Dann framet er das auch noch so, als würden wir 4 Stunden über ihn geredet haben in den Videos, wobei der Schwerpunkt war die AfD. Wir haben nur ganz kurz ihn erwähnt, dann auch noch, wir werden nicht auf ihn eingehen, wir werden nicht auf seine Argumente eingehen, sondern wir wollen das mit ihm debattieren. Also es ist schon sehr, sehr schwach, wenn man dann seinem eigenen Publikum, seiner Followerschaft, den Eindruck vermittelt, hier sind 2 Dudes, ja, die kritisieren mich und ich zeig mal, wo der Hammer hängt. Und das zeigt wieder die Methodik Feroz Khan. Er zeichnet nicht das gesamte Bild, er spielt nicht mit offenen Karten, sondern er zeigt eben nur das, ja, was seine Follower sehen möchten oder sehen wollen, um ihn selbst in einem besseren Licht zu zeichnen. Propaganda funktioniert wie? Propaganda funktioniert, indem man einfach ein Bild zeichnet, ja, das auf bestimmte Art gezeichnet wird und wobei auch viele Sachen einfach ausgeblendet werden. Ja? Also man zeigt immer nur so einen gewissen Ausschnitt und es führt dann sehr zu einem Framing und es führt dann zu einer bestimmten Auffassung. Und ich glaube, was man festmachen kann bei Feroz Khan ist, dass er gerne Strohmänner aufbaut, also dass er quasi diejenigen, die er kritisiert, ja, die sind dann einfach nur halb dargestellt. Und das kann man par excellence sehen an dem, wie er auf uns reagiert hat. Was, wenn ich das ist Cherrypicking. Und Tahir, du wurdest erwischt bei einem Cherrypicking-Manipulationsversuch. Diese Vorwürfe standen jetzt im Raum und durch Feroz Khans Follower wurden wir als Lügner und Handlanger der Mainstream-Medien beschimpft, wir seien linksgrün versifft und sollten Deutschland sofort auf unserem fliegenden Gebetsteppich verlassen. Es wurde einfach ignoriert, wer wir sind, wofür wir stehen, obwohl eigentlich durch unsere vielen Videos bekannt sein dürfte, dass wir in vielen Punkten ähnliche Meinungen vertreten wie die AfD. Um nur 3 Punkte aufzuzählen. Ukraine-Krieg. Wir müssen uns von der Vorherrschaft der USA lösen, die, weil sie geopolitisch und ökonomisch vom Krieg in der Ukraine profitieren, uns deshalb immer tiefer in die Eskalationsspirale mit Russland hineinziehen. Aus unserer Sicht gibt es keine Lösung auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch zwischen Moskau und Washington. LGBTQ.
Wir müssen dieser gefährlichen Ideologie Einhalt gebieten. Sie tarnt sich zwar als sozialer Aktivismus, der sich angeblich gegen Diskriminierung wendet, gelehrt wird aber ein wissenschaftsfeindliches Dogma, wonach das Körpergefühl wichtiger sei als die Biologie. Das dahinterstehende Welt- und Menschenbild verwirrt Kinder in ihrer Identität und Sexualität und erleichtert es Kindern, ihr Geschlecht durch medizinische und chirurgische Eingriffe ändern zu lassen. Wir finden, weder sollten wir stolz darauf sein, noch sollten wir das zelebrieren müssen. Einwanderung. Wir brauchen eine kontrollierte Einwanderung. Es gibt Belastungsgrenzen. Der soziale Friede muss immer gewährleistet sein. Es braucht harte Strafen für kriminelle Ausländer, die das Asylrecht missbrauchen. Deutschland muss Fluchtursachen effektiver bekämpfen und darf nicht durch seine Außen- und Wirtschaftspolitik daran beteiligt sein, Fluchtgründe zu schaffen. Und dennoch halten wir die AfD wie alle anderen Altparteien nicht für wählbar, weil die AfD nicht bereit ist, an den Wurzeln der Probleme zu rütteln. Sie macht sich zu einem dienstbaren Deppen des Systems, wenn sie ihren Zorn auf den Migranten, den Flüchtling, den Muslim richtet, statt sich den eigentlichen Erzeugern von Ungerechtigkeiten, also den Banken und Konzernen, entgegenzustellen. Das ist Diskursablenkung. Nein, das ist dasselbe. Nein, das ist keine Diskursverschiebung, sondern es zeigt, dass man das alte Spiel durchschaut und verstanden hat. Dass Menschen, wenn sie frustriert oder unglücklich sind, anfällig dafür sind, ihre Aggression auf andere zu richten, besonders auf diejenigen, die unbeliebt, leicht identifizierbar und machtlos sind. Echte Systemkritik ist nicht, dass wir dabei den Spaltungsmechanismen der Herrschenden zum Opfer fallen, sondern wenn wir die Rolle des Geldes in der Politik hinterfragen, wenn wir uns gegen Kriege für militärische Interessen, gegen den militärisch-industriellen Komplex aussprechen, wenn wir die Elitennetzwerke und ihren Einfluss auf unsere Medien kritisieren. Und dann lesen Tarik und ich das Parteiprogramm der AfD, die sich als Alternative zum System präsentiert. Und wir sehen es sofort. Diese Partei hat eine systemstabilisierende Funktion. Sie wurde, wie die Grünen, wie die Linke, in ihrer Anfangszeit von den Mainstream-Medien hochgeschrieben. Und vor allem hochgetalkt. Und das hatte ein Ziel, nämlich den klinisch toten Altparteien wieder Leben zu geben und ihnen den Anstrich von Widerstandskämpfern gegen die Nazis zu verpassen. Die AfD ist eine Scheinopposition. Dass das keine bloße Spekulation von mir ist, seht ihr an ihrem Parteiprogramm. Und das strotzt nur so von riesigen Einfallstoren und Schlupflöchern für eine Oligarchisierung, also der Vereinnahmung durch die Eliten und ihre Interessen. Im Laufe dieses Videos, so wie wir es auch zuvor schon gemacht haben, werden wir euch unsere Argumente dafür liefern, warum die AfD keine echte Alternative ist. Tarik und ich hatten versucht, genau das alles aufzuzeigen. Sehr differenziert, ja, es waren lockere Videos, nicht so sachlich, wie das hier sein wird. Aber dort sind wir ausführlich auf die Hintergründe, die Entwicklung und Ziele dieser Partei eingegangen. Wer das Video gesehen hat, der weiß, dass Firdaus Khan zu Beginn so ein bisschen von der dritten Front spricht. Und wir sind Teil der dritten Front zusammen mit Belasch und Ken Jebsen und Todenhöfer etc. Und dann framet er uns auf gewisse Weise. Und zwar sagt er, wir betreiben Coach-Kritik. Ja? Ich habe erstmal Couch-Kritik verstanden, aber er meinte Coach im Sinne von Trainer. Ja? Das heißt, wir coachen. Wen coachen wir? Wir coachen die etablierten Parteien. Ja, weil wir die AfD nur kritisieren, um darauf aufmerksam zu machen, ja, dass die etablierten Parteien abschmieren, anders formuliert. Wir coachen die etablierten Parteien, damit sie eine Handhabe haben gegen die AfD. Ja, es geht nicht um Inhaltskritik gegen die AfD, sondern wir haben Interesse daran, dass die etablierten Parteien stärker werden. Was absoluter Bullshit ist, um das so zu formulieren. Ja, wer alle unsere Formate gesehen hat, der weiß, wir haben überhaupt gar keinen Leidenschaft, kein Gefühl für die etablierten Parteien. Wir haben alle Parteien mehr oder weniger kritisiert. Ich glaube nicht an die parlamentarische Demokratie in dem Sinne, wie sie gerade funktioniert, weil sie unterwandert ist von verschiedenen Mächten und Kräften. Es funktioniert gerade nicht wirklich. Das heißt, es ist völlig hanebüchen. Aber was hat er damit bezweckt, wenn er uns quasi Coach-Kritik vorwirft? Es bezweckt Framing. Und zwar das Framing, dass wir als Teil, ja, der System Parteien wahrgenommen werden. Also er dichotomisiert. Das ist quasi das, was Menschen machen, um Followerschaft zu gewinnen. Sie versuchen, ein Freund-Feind-Schema zu institutionalisieren. Das heißt, er ist Freund und das sind die Feinde. Und das macht er, indem er eben sagt, die AfD ist Opposition und der Rest ist eben der Feind und wir sind Teil der Etablierten. Und diese Methodik, ja, die bringt er immer wieder. Wenn man das so hört, wie konnten wir eigentlich
trotz dieser großen Vorwürfe gegen uns so lange schweigen. Als Firdousrhan die Stellungnahme gegen uns veröffentlicht hat, waren wir auf Indienreise. Darüber haben wir mehrere Videos auf diesem Kanal veröffentlicht. In Indien haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob und wie wir auf Firdousrhan antworten sollten. Und schnell stand fest, wir wollen daraus keinen kleinen Krieg machen. Also nicht wie er das gemacht hat, so kleinteilig, selektiv auf die Vorwürfe eingehen, sondern umfassend. Heißt, die Person vorstellen, das Vorgehen in seine Einzelteile zerlegen und die Masche entlarven. Und das dauert eben länger, als ein paar Stunden zu recherchieren und dann in die Kamera zu labern, um Reichweite zu bekommen. Wir wollen es richtig machen und die Sache beenden, bis Firdousrhan unsere Herausforderung für die Debatte annimmt. Vielleicht denken auch manche von euch, wer ist eigentlich dieser Firdousrhan? Mein Name ist Feroz Khan, ich bin aus Dresden hier und Entschuldigung. Ich bin ursprünglich aus Frankfurt. Im November 2016 tritt Firdousrhan bei dieser WDR-Live-Sendung auf. Thema: Wendepunkt Silvesternacht. Sind Flüchtlinge noch willkommen? Eigentlich müsste hier allein schon von der Fragestellung klar werden, welchen Zweck der Sender hiermit verfolgt. Wie auch immer, Firdousrhan wird durch diesen Auftritt populär. Und zwar hat er davon gesprochen, dass wir die Kriege in Syrien fördern, dass wir da Waffen liefern, dass wir dort, wen meinten er eigentlich mit wir? Wir machen gar nichts. Das machen Geostrategen, Großinvestoren und Waffenhändler und teilweise Politiker. Er spricht hier die deutsche Außenpolitik und die in Mithaftung genommene Bevölkerung von jeglicher Schuld frei. Und das, obwohl mehr als 80% bei der Bundestagswahl 2013 für eine grundlegend ähnlich militaristische Außenpolitik gestimmt hatten. Aber dieser Schulderlass zieht natürlich. Und Firdousrhan, ein typischer Trittbrettfahrer, versucht, sich der immer stärker werdenden Rechten anzuwidern. Ich bin selber AfD-Wähler. Hier geht es nicht um Deutsche gegen Ausländer. Du hast die Worte ausgesprochen. Hier geht es um rechts oder links oder in einer anderen Ebene betrachtet, Volk gegen Regierung. Sehr gut. Wahnsinn. Applaus, ja. Los! Applaus! Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier gesendet wird. Für die Netzgemeinde wird er bald zum wichtigsten Kronzeugen und Sprachrohr für die AfD. Sie sind ausgebildeter Bahnsystemingenieur, aber uns besser bekannt als YouTuber, pakistanischstämmig und geboren in Frankfurt am Main. Erzählen Sie zu Ihrem Hintergrund. Ja, mehr gibt es fast schon gar nicht. 90 in Frankfurt am Main geboren. Meine Eltern stammen aus Pakistan, gehören einer bestimmten islamischen Strömung an und die in Pakistan in den 70ern, 80ern, 90ern verfolgt wurde. Und sind im Zuge dessen nach Deutschland gekommen? Das habe ich auch häufig gesagt. Deswegen sind Sie ein guter Zeuge. Man kann Ihnen, ich sag mal, so undifferenzierte Ausländerkriminalität, nicht Kriminalität, sondern Ausländerfeindlichkeit nur sehr schwierig vorwerfen, weil Sie selber einen Migrationshintergrund haben. Dieses Kronzeugenprinzip kennen wir aus den Mainstream-Medien, wo meistens migrantisch, muslimisch aussehende Figuren wie zum Beispiel Hamid Abdessamad, Ahmad Mansour, Necla Kelek oder Seyran Ateş aufgebaut werden, um alle erdenklichen Klischees, die übrigens über 2 Jahrzehnte durch dieselben etablierten Medien verbreitet wurden, zu bedienen und eine große Masse anzusprechen. Meinetwegen bin ich rechts und ich erachte den Islam als die größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wenn das rechts sein soll, dann bitteschön, dann bin ich rechts. Die heutige These: Das muslimisch motiviert getragene Kopftuch ist mit den Werten der hiesigen Gesellschaft nicht vereinbar. Und es ist auch für mich absolut unnachvollziehbar, wie sich gerade die sogenannten Linksprogressiven, die sich angeblich aufopfern für Frauenrechte, für Kinderrechte, für Tierrechte, Säkularismus, Pluralismus und für die Rechte der Homosexuellen einsetzen, parallel dem Islam den roten Teppich ausrollen. Das ist für mich ein unlösbares Rätsel sondergleichen. Ein unlösbares Rätsel war für Firdousrhan in seiner Jugend auch die Frage der Tierrechte im Islam. Und die Folge? Ich selber bin nicht mehr religiös, gläubig, also ich bin ausgetreten aus dem Islam. Das heißt, Sie sind von der Abstammung her Kulturmoslem, Ihre Eltern sind immer noch Muslime, jawohl, gleichwohl geflüchtet aus Pakistan. Sie kennen den Islam quasi von Kindesbeinen an, ja. Aber Sie warnen vor der Islamisierung. Und hast du seitdem neuen Glauben? Gehörst du einer Glaubensgemeinschaft an? Das wäre in meinem Fall auch nicht authentisch, weil ich habe mich aus liberalen Aspekten, aus dem liberalen Zugang zu der Religionsthematik vom Islam emanzipiert. Mhm. Und Religionen generell, insbesondere die abrahamitischen, die funktionieren nach ähnlichen Mustern. Der Grund für seinen Austritt aus dem Islam war
war ganz nüchtern, es war nicht mit meiner Philosophie zu vereinbaren und der hat mit Tierrechtsethik zu tun. Du bist vegan. Tatsächlich, aber das war ich damals nicht. Ah, interessant. Das ist sehr interessant, weil das, rückblickend hat es für mich Sinn gemacht, dass ich heute Veganer geworden bin, weil das hat dem mit eingespielt, also Tierrechtsethik. Wenn sich gläubige Menschen die Frage stellen, wie kann es einen guten Gott oder einen gerechten Gott geben und gleichzeitig Elend auf der Welt, Leid auf der Welt, ne? Ich habe nur von Muslimen die Antwort und die plausible Antwort bekommen, weil es eben nicht nur das Diesseits gibt, sondern auch das Jenseits, wo Gott es dir quasi verrechnen kann. Wieder gut macht. Genau, genau. Okay, aber Tiere können ja auch leiden. Mhm. Was ist mit Tieren? Und da habe ich sämtliche Geistliche in meiner Gemeinde gefragt, auch mit Onkel, mit Verwandten darüber diskutiert. Im Islam ist es so, dass Tiere, man glaubt, dass im Islam... Die haben kein Diesseits. Die haben keine Seele. Oh. Die haben keine Seele. Deswegen haben die kein Jenseits. Diesseits haben die ja. Ah, Entschuldigung, ich habe genau. Begriffe, bin ich nicht genau. So gewandert. Ja. Die haben keine, also man glaubt, dass Tiere keine Seele haben. Deswegen können sie nicht ins Jenseits eintreten. Ich bin nicht vegan geworden damals deswegen. Aber wäre eigentlich logisch. Aber wegen den Tieren bist du dann praktisch auch wegen der Unlogik dahinter. Ja, genau, weil Gott es quasi den Tieren nicht wieder gut macht. Ja. Feroz, ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber die islamische Gelehrsamkeit ist bei dem Thema weitestgehend einer Meinung. Tiere haben sehr wohl eine Seele. Sie sind aber nicht schuldfähig und weil sie nicht schuldfähig sind, weil sie nicht sündigen können, gibt es keine Gerichtsbarkeit. Also am Tag der Abrechnung, also wie die Muslime es verstehen, wird es aber dennoch eine Kompensation dafür geben, wenn ihnen Leid zugefügt wurde. Und auch vielfach belegt ist, dass es eine Bestrafung für denjenigen geben soll, der zum Beispiel ein Tier foltert oder quält. Aber was mit der Seele der Tiere geschieht und ob sie überlebt oder verwahrt bleibt, sowie die Seele des Menschen, darüber gibt es keine Auskunft in den islamischen Quellen. Aber du hast ja selbst mal zugegeben, dass du dich eigentlich gar nicht so gut auskennst. Darf das an der Stelle vielleicht auch mal kurz relativieren? Also so belesen bin ich nicht. Ich sage das ganz offen, ganz ehrlich. Ich bin kein Politologe, kein Islamwissenschaftler. Ja? Aber ich sage dazu auch ganz entschieden, ich muss auch nicht alles wissen, um das in Teilen verwerfen zu können. Jedenfalls hat sich der Kreis bei Feroz Rahn heute geschlossen zu haben. Aber wir können das für dein Video einmal machen. Ja, ja. Entschuldigung. Mach du. Okay. Tut mir leid. So. Er lebt heute vegan und der Grund dafür ist diese Frau. Meinst du, dass die Entwicklung sich hingehend verändern wird, sodass mehr Leute wie du oder auch, seid ihr eigentlich, wie soll ich euch ansprechen, seid ihr zusammen oder seid ihr nur Freunde oder... Also wir sind zusammen unterwegs heute. Sehr zusammen unterwegs. Also Raffaela. Raffaela Raab, also die, mit der Feroz Rahn seit neuestem zusammenarbeitet, nennt sich selbst militante Veganerin und sie tritt für die Befreiung der Tiere ein. Bekannt geworden ist sie durch einen Auftritt wie diesen hier. Ein Schlachthof ist ein Ort, dort werden leidensfähige Individuen zu Produkten verarbeitet. Nur damit ihr kurz 5 Minuten lang mit der Familie tote Tiere in einem Burger essen könnt. Bitte schauen Sie mal ganz kurz hin. Hier haben wir eine Kuh aus der Milchindustrie und die landet dann zum Beispiel in diesen Burgern, ja? Komm, weil es so Spaß macht, schauen wir uns noch ein Video an. Sind Sie schon vegan? Nein. Ist schlimm, oder? Ich bin nicht. Oh nein. Ich bin nicht so schuldig. Ich habe mich auch schuldig gefühlt und dann bin ich vegan geworden. Ist schon gut. Ja, ist schon gut. Wollen wir uns kurz hinsetzen? Wir setzen uns kurz hin. Aber das ist schön gemacht. Nein. Sind Sie nicht vegan und Sie fühlen sich nicht schuldig? Ich fresse Fleisch jeden Tag. Hier finden wir die wohl wichtigste Parallele zu Feroz Rahn. Beide bleiben Thema, solange sie provozieren, mit allen Mitteln. Ich bin ja ungefähr in jeder Bubble schon drin gewesen, einschließlich der Pornoindustrie. So überall vertreten. Ja. Und meine Auftritte sind unterschiedlich. Hier ein Beispiel dafür, wie Feroz Rahn und die militante Veganerin zusammen missionieren und konvertieren. Mashallah. Warum bist du vegetarisch? Wegen die Tiere. Was sagst du zu Vegetariern? Auch für Vegetarier sterben Tiere, wusstest du das? Ja. Ja, das ist nicht mal ein Kompromiss. Weißt du, was ein Kompromiss ist? Na, vegan. Veganismus ist der Kompromiss, das ist das Mindeste. Du kannst darüber hinaus noch für die Tiere dich einsetzen. Leute nerven. Du bist aktuell noch gegen die Tiere. Vegan ist neutral. Neutral, nicht Gewalt, einfach Tiere in Ruhe zu lassen oder vegan sein. Das ist das Mindeste, das ist das Selbstverständliche. Kein Dankeschön, kein Applaus verdient, was selbstverständlich sein sollte. Also ab jetzt vegan? Ja. Ja? Wirklich, habe ich dich überzeugt?
Veganismus hat also keinen Applaus verdient, aber Feroz Khan schon. Und deshalb feiert er nun seine Erweckung mit und durch Raffaela. Weiß ich nicht, wie das rüberkommt, aber ich habe mir jemanden gewünscht, der mir das aus dem Schädel hämmert. Das nennt man wohl ein zweites Standbein. Veganismus ist im Trend, aber auch die AfD. Und dafür scheint er ja prädestiniert zu sein, Hautfarbe als unique selling point. Worauf führen Sie das zurück? Was glauben Sie, was Ihren Erfolg ausmacht? Also ein wesentlicher Faktor dafür, den will ich gar nicht abschlagen, ist der, dass mein kultureller oder mein ethnischer Hintergrund gepaart mit meiner politischen Positionierung. Wobei das eigentlich nicht als Vorteil für mich auszulegen ist, sondern relativ gesehen dazu sind andere Leute benachteiligt. Nämlich Leute, die weiß sind, deutsch sind, so biodeutsch sind und sich auch derartig positioniert. In weiten Teilen dasselbe sagen wie ich. Aber diese Leute werden quasi geächtet oder auch in jeglicher Hinsicht wird ihnen seitens des Mainstreams Steine in den Weg gelegt. Man kann ihnen schwierig vorwerfen, ausländerfeindlich zu sein oder etwas gegen Menschen anderer Hautfarbe zu haben. Ich glaube, das ist der ganz einfache Punkt. Ja. Ich hab ja sogar noch einen Vorteil, der immer wieder herausgestellt wird, ne? Gegenüber dir, gegenüber einem Hagen Grell, gegenüber einem Tim Kellner, die in diesem Bereich, auch im alternativen Bereich vielleicht aktiv sind, ja. Ich kann keinen Respekt vor mir haben, wenn ich das unterlassen würde, ja. Feroz Khan, a.k.a. Symmetriebrecher, a.k.a. Achse Ost-West, ist nicht der Einzige im Umfeld der AfD, der seine ausländischen Wurzeln als PR-Vorteil verkauft. Achtung, das ist keine Satire. Das ist wirklich echt. Aber bei allem Stolz auf Afrika möchte ich hier nochmals warnen. Wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Nein, das dürfen wir nicht. Das können wir nicht und das werden wir verhindern. Alleine wegen der gewaltigen kulturellen Unterschiede. Weil es einfach viel zu viele davon gibt. Und knicken wir ein vor Minderheiten, nur weil der Rassismusvorwurf dann im Raum liegt. Das ist, wenn wir hier einknicken, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass wir morgen nicht einer anderen Gruppe, die vielleicht kannibalistisch ist oder sonst was macht, auch nicht standhaft genug sind. Ja. Wir fassen zusammen und sagen, wir knicken nicht ein. Ja, hoffentlich. Das können wir doch mal sagen. 1, 2, 3. Deutschland! Nochmal, 1, 2, 3. Deutschland! Okay, welche Kultur ist besser? Sudan, bei der sie sehr viele islamische Milizen haben? Oder Deutschland? Deutschland! Die Türkei mit Herrn Erdogan oder Deutschland? Deutschland! Auch ich hatte Selbstzweifel. Auch ich dachte, dass das, was ich denke und was ich sage, rechtsradikal sei und daher unaussprechlich. Aber mit der Zeit ist mir bewusst geworden, dass ich ein Neonazi nicht sein kann. Einige werden sich vielleicht wundern, warum ich so gut Deutsch spreche. Ja, weil ich mich angestrengt habe. Das ist schon mal das Erste. Da ist mein Personalausweis. Jetzt werden die alle denken, was will der sogenannte schwarze Nazi uns denn damit sagen? Im öffentlichen Raum sind junge männliche Araber, diese Gruppe stellt die im öffentlichen Raum aus polizeilicher Hinsicht die gefährlichste Gruppe dar. Der Rassismus fängt nur da an, dass wir sagen, ja, warum sagst du Araber? Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, wie Landsleute von mir oder Nachbarlandsleute von mir sind. Nein, du bist Pakistaner und Araber sind weder deine Landsleute noch deine Nachbarn. Aber diese Ungenauigkeiten sind wahrscheinlich nicht so wichtig. Wichtiger ist jetzt, dieses Land vor einem Bevölkerungsaustausch zu bewahren. Nach 80 Jahren haben wir ein ausgetauschtes Land. Wollen wir das, ist die Frage. Wollen wir das, dass die Deutschen in ihrer eigenen Heimat demografisch verdrängt werden? Ich als Nichtdeutscher in dem Kontext sage, ich bin entschieden dagegen. Ich trete immer dafür ein, dass jedes Volk ein Recht auf seine Heimat hat. Auch wenn die Zahlen das nicht hergeben. Gerne hier pausieren und sorgfältig lesen. Aber natürlich könnte man bestätigende Bilder finden. Also Bilder von bestimmten sozial benachteiligten Stadtteilen oder Bahnhöfen in Großstädten. Und die kann man dann auch wie Feroz Khan nutzen, um dieses Angstgefühl zu füttern. Aber er kann noch mehr. Für diejenigen, denen diese Selbstkritik an der eigenen Kultur nicht reicht, für die hat Feroz Khan eine Kirsche auf der Torte im Petto. Weil ich sag, wenn ich auf diese Weise Deutschland vor dem Abgrund bewahren könnte, auf den er zusteuert, indem ich dieses Land verlasse, dann würde ich es sofort machen. Wirklich? Ja.
Mir liegt was an. Natürlich hat sich Deutschland auch in den letzten 6-7 Jahren sehr stark verändert. Für mich gilt das. Ja, für mich gilt das. Wenn ich das, wenn das das wäre, was es braucht, damit es, damit also Deutschland einen vernünftigen Weg wieder findet, auch in, insbesondere in der Debattenkultur, ich würde das Land verlassen. Also wenn das, das der Preis wäre, um mich geht es hier nicht. Deswegen sage ich, ich bin der Falsche dran. Finde ich fast komisch ein bisschen. So. Wieso? Ja, weil ich mir dann denke, also was bist du denn dieser Bundesrepublik schuldig? Ja. Weil das ist auch wieder ein komisches Schuldverhältnis, als wärst du diesem Land etwas schuldig. Du bist dem ja genauso wenig oder viel schuldig wie alle anderen hier auch, oder nicht? Ob er das wirklich tun würde, wage ich zu bezweifeln. Aber es geht ja eher um das Symbol, um den Applaus seiner Follower. Dieses Beweisen wollen seines Deutschseins zieht sich durch seine gesamte Arbeit. Ich habe diese Umfrage gemacht in Berlin-Neukölln. Ne? Da ging es darum zu erfahren, aus welchem Land kommst du? Ne? Offensichtliche Migranten, Migrantenkinder. Ne? Was für eine Landsfrau, was für ein Landsmann bist du? Und das Ergebnis war, dass keiner von denen hat als erstes Deutsch gesagt. Dann habe ich die als nächstes gefragt, ja, hast du einen deutschen Ausweis? Ja, habe ich. Bist du hier geboren? Ja, habe ich. Ja, trotzdem bist du Grieche, Libanese, Kroate. Ne? Also keiner will sich von sich aus zu Deutschland bekennen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir uns alle mehr als Deutsch begreifen. Aber nochmal Schritt für Schritt. Er sagt uns hier, dass er hier als ausländischstämmiger Mann auf andere ausländischstämmige Passanten zugegangen ist, um sie zu fragen, woher sie kommen. Und für ihn ist es ein Problem, wie diese Passanten antworten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Firoz Khan selbst geantwortet hat, wenn er gefragt wurde, ob er sich als Deutscher empfindet. Für dich selber als Deutscher? Ja. Ja, nee, die Frage nehme ich an. Danke für die Frage. Ich sage immer, das ist eine Mischung. Das ist sicherlich eine Mischung. Wenn es kurz gehen soll, ja. Wenn es kurz gehen soll und ich weiß, was der meint, sage ich, ja, ich bin Deutscher. Ja. Anderweitig, wenn mich jetzt hier in Hamburg, ist mir vorhin passiert, hat mich jemand angesprochen im Fitnessstudio, was für ein Landsmann bist du? Mhm. Und der sah auch eher aus wie ich. Ja, der hat mich irgendwo mal gesehen auf YouTube. Und ich meinte, Pakistan. Ich weiß noch, was er meint. Ich weiß noch, was er hören will. Ja, ja, das ist ja ideal. So, also das ist mal eine Kontextfrage. Aber wenn man es genau wissen will, meine Sozialisation, meine Identität, das ist sicherlich eine Mischform. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nicht wahr? Aber ist es für Sie völlig außer Zweifel, dass wenn ich über Patriotismus rede, reden Sie über Deutschland? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Das unterscheidet Sie von anderen, die hier geboren sind, deren Eltern Migrationshintergrund haben. Ja. Und die sagen, wir bleiben, und wir reden von der größten Gruppe, wir bleiben Türken auch in der zweiten, in der dritten Generation. Das spielt bei Ihnen keine Rolle. Sie sind Deutscher und Ihr Herz schlägt für Deutschland. Also ob ich Deutscher bin oder nicht, das ist auch wieder Wortglauberei. Ja? Man kann es ja nennen, wie man will. Ich habe auch sicherlich Ebenen oder Komponenten in mir, die nicht deutsch sind. Ja? Beispielsweise meine Rasse, sage ich ganz offen, die ist nicht deutsch. Deutscher sieht nicht so aus wie ich. Und ja, sie sehen nicht aus wie ein Pakistaner, ist ja nicht schlimm. Aber es sind Komponenten, die halt klar zuordnenbar sind. Aufgrund dieser klaren Zuordnenbarkeit war Firoz Khan nicht selten selbst Opfer von Rassismus. Du hast jetzt gerade erst in München was erlebt, hast in einem YouTube-Video erzählt, dass du von Polizisten plötzlich umzingelt wurdest. Ja. Die haben sogar die Waffe gezogen, weil sie gedacht haben, du bist ein Terrorist offensichtlich. Ja. Du hast auch etwas erlebt, in einem Boxclub bist du gewesen, da hat man zu dir gesagt oder dir unterstellt, du wärst ein Schläfer, also jemand, der einen Terroranschlag plant. Polizeikontrollen, glaube ich, hast du öfter schon erlebt. Ja. Ja. Das heißt, du hast auf der anderen Seite, ja, erlebst du ja im Grunde genommen, ja, Vorurteile sind es ja mindestens, oder es ist vielleicht sogar Rassismus, kann man ja sogar ein Stück weit sagen, also würde ich jetzt mal in meinen Worten sagen. Es würde im Raum stehen, auf jeden Fall. Ja, das ist ja die andere Seite der Medaille, dass man sagt, okay, der wählt jetzt eine Partei, die ja möglicherweise dazu beiträgt, solche Stereotype, solche Vorurteile auch noch zu verstärken. Ja, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, die Ereignisse, die du jetzt genannt hast, die ich erlebt habe, dann waren das eine Handvoll in den letzten 5 Jahren. Ja. Also jährlich passiert mir das oder vielleicht eine Zeit lang mehr, also tatsächlich unmittelbar nach der Kölner Silvesternacht hat sich zum Beispiel das gehäuft oder nach dem Anschlag am Breitscheidplatz haben sich Polizeipräsenz als auch dann die Kontrollen, also einfach Personenkontrollen gehäuft. Das habe ich tatsächlich so erlebt. Weiß ich nicht, ich möchte da halt niemandem Unrecht tun. Ne? Das ist mir persönlich wichtig, dass ich niemandem zu Unrecht den Rassismusvorwurf tätige. Dass der Rassismusbegriff inzwischen inflationär verwendet wird, keine Frage. Und dass wir teilweise in linkswoken Bubbles im Zustand der Übersensibilisierung und des Opferkultes angekommen sind, brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Aber für den echten Rassismus, die pauschale Verurteilung von alles Fremden, die tatsächlich existiert, allein den Migranten die Schuld zuzuschieben, ist völlig absurd.
Aber es kommt eben bei seiner Klientel gut an. Und es gibt jetzt keine Vorurteile, wie es ja immer wieder so gesagt wird, in Dresden, das ist Pegida-Land und da wird man jetzt auf Menschen mit einem migrantischen Aussehen jetzt negativ reagieren. Ist das so? Also ich hab dort derartige Erfahrungen nicht gemacht. Speziell in Dresden nicht, auch insbesondere, ich habe mich auch Pegida-Veranstaltungen angeschaut und bin auch mit den Leuten in Kontakt getreten und kann so etwas nicht bestätigen. Ja, also was sich halt durchzieht in Sachsen seitdem ich dort bin, ist halt, dass mich begleiten in der Öffentlichkeit immer Blicke. Also dass ich mal das Gefühl habe, ich stehe unter Beobachtung, die Leute schauen hier und da kritisch und hier auch mal da so eine Antipathie. Insgesamt gibt es das, aber mich regen so Blicke oder sowas nicht auf, ich gehe daran nicht zugrunde. Mich regen Morde, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, Totschlag und Raub, was wir hier mittlerweile an der Tagesordnung haben in Deutschland. Man braucht sich nur in die Lokalzeitung, in die Provinzzeitung mal einlesen. Es passiert jeden Tag was. Das regt mich eher auf und ich bin so ein bisschen der Freund von Prioritäten setzen. Genau, die höchste Priorität hat Angst, weil dann deine Masche gut funktioniert. Feroz Khan verbreitet nicht nur Angst, sondern er hatte selbst auch mal Angst gehabt. Und zwar vor dem Osten Deutschlands, wo er heute lebt. Dann haben sie festgestellt, genau. Es geht. Ja, genau, es geht. Und das ist die mediale Darstellung und die Realität, die divergieren weit auseinander. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen abgeschreckt durch das mediale Narrativ, das da entstanden ist, dass man mit meiner Gesichtsfarbe sich dort nicht blicken lassen kann. Und das hat mich tatsächlich so in Aufruhr gebracht. Und mir haben Leute aus dem Westen geschrieben, das wagte ich nicht vor die Haustür. Und ich kann es verstehen. Darin sind nicht die Menschen schuld, die das schreiben, sondern die Medien, die diese Bilder schaffen. Oder die so selektiv die Realität darstellen. Ich stimme ihm hier sogar zu. Negativity Bias, also Negativitätsverzerrung. Das Nachrichtengeschäft liebt Bad News, weil wir auf sie mehr reagieren und weil sie mehr Aufmerksamkeit und Einnahmen bringt. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man Feroz Khan zuhört, er glaube nicht wirklich selber an das, was er uns erzählt. Vielleicht, weil er ein gefallsüchtiger Opportunist ist. Würde das denn heißen, wenn du jetzt so argumentierst mit dem politischen Gleichgewicht, dass wenn wir in Deutschland eine sehr starke rechte Politik hätten, du dann aus Protest die Linken wählen würdest, damit auch das Gleichgewicht von der Seite wiederhergestellt wird? Ja, wir müssen uns über die Inhalte angucken. Ich würde das nicht prophezeien, aber ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich so. Und ob ich jetzt für die blaue oder für die rote Mannschaft bin, wenn der Schiedsrichter die ganze Zeit gegen die rote Mannschaft pfeift, unparteiisch ist, ja, dann bin ich erstmal von meinem Reflex her, von meinem Gemüt her, stets solidarisch mit dem Underdog. Er steht so fanatisch hinter dem Underdog, dass wenn auf die zwielichtigen Machenschaften seiner Partei hingewiesen wird, wie wir es in unseren Videos gemacht haben, dann sagt er Folgendes. Ist ein unfaires Mittel, illegale Spenden anzunehmen. Richtig. Können wir uns darauf einigen. Absolut. Aber es ist, guck mal, der AfD wird beispielsweise auch werden die Finanzmittel für ihre parteinahe Stiftung Erasmus Desiderius seit Jahren vorenthalten. Die Frage, wer hier... Wäre das nicht Diskursverschiebung jetzt fairerweise? Nein, es geht ja nur um eine Spendenaffäre. Aber wenn es um Spendenaffäre geht, dann geht es ja darum, dass sie kein Geld haben. Weil, aber die haben ja ohne Ende Geld für uns. Naja, aber die Mittel, es geht um mehrere Millionen, die sie über die parteinahe Stiftung erhalten würden, ne, oder die ihnen zustehen würden, die fehlen dann halt auf jeden Fall. Ne? Also wenn man, ich will nur grundsätzlich sagen, du hast recht, du kannst das eine Falsche mit dem anderen aufwiegen. Wenn du die Wahl hast zwischen verlieren oder verspielen, wie entscheidest du dich? Gewinnen oder verspielen, meint er hier. Wie wichtig dir, Feroz, die Fairness ist, das sieht man auch an deinem Umgang mit uns. Und ich übergebe hier an Tarik. Ich werde auf den ersten Teil der Reaktion von Feroz Khan auf das Grenzgänger-Video eingehen und werde chronologisch, minutiös all die von ihm aufgeworfenen Punkte aufgreifen und versuchen zu kontextualisieren oder auch zu widerlegen. Oder auch, das ist glaube ich der wesentliche Punkt, die Methodik Feroz Khan so ein bisschen kenntlich zu machen. Denn ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den die Leute verstehen müssen. Er macht Wahlkampf für die AfD letztendlich. Ja, er versucht uns klarzumachen, dass das eine Partei ist, die man wählen kann. Wobei die Partei wie viele eben unwählbar ist. Und dieses, die AfD wählbar machen, ich glaube, das ist etwas, was sie versuchen, in allen Fronten. Man versucht, sich wählbarer zu machen bei vielen Gruppierungen, bei denen, für die es einfach unmöglich ist, die AfD zu wählen. Und er ist da federführend, weil er eben viele Dinge auslässt.
Er zeigt eben nicht das gesamte Bild der AfD. Wir haben das gesamte Bild gezeichnet, was Firdaus Rahn eben nicht macht, selbst nicht macht in Bezug auf die AfD. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet und was ich jetzt auch gleich bei dem nächsten Punkt versuche aufzuzeigen. Die Leute können sich ja mit ihm identifizieren. Er ist ja braun. Ja? Er hat ja keine Angst vor denen. Wobei er hat ja eigentlich, er müsste eigentlich Angst haben. Ja? Wenn man bedenkt, was Höcke in seinem Buch schreibt, dann hätte man eigentlich Angst haben müssen. Bei Minute 6,45 in dem Video redet Firdaus Rahn über Björn Höcke. Hören wir uns das doch mal an. Ich verstehe jeden, der in den letzten Jahren seinen Glauben an die Altparteien verloren hat. Sie lügen, betrügen und machen Politik, die uns mehr schadet als nutzt. Trotzdem darf die AfD nicht die Alternative sein. Rassismus und Fremdenhass dürfen nie Teil der Lösung sein. Immer noch nicht überzeugt? Dann lest mal Höckes Buch »Nie zweimal in denselben Fluss«. Dort schreibt er von einem groß angelegten Remigrationsprojekt, welches in Deutschland nötig sein wird, um die Säuberung Deutschlands voranzutreiben. Säuberung von kulturfremden Menschen. Dieses Remigrationsprojekt, so schreibt Höcke, sei wohl nur mit Gewalt zu schaffen. Zitat, so fürchte ich, werde man nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Immer noch nicht überzeugt? Ich habe dieses Buch gelesen und nicht nur das. Ich habe auch eine Analyse dazu und zur Person Björn Höcke verfasst und auf meinem Kanal veröffentlicht. Diese findet ihr in der Videobeschreibung als auch am Ende des Videos im Abspann. Da gehe ich auch auf kritische Auszüge und Anwürfe in Richtung Höcke ein. Gerne ein eigenes Bild machen. Wer macht sich ein eigenes Bild? Man glaubt doch jetzt, also jemand, der völlig unbedarft an dieser Rande, glaubt doch jetzt, okay, er hat das Buch gelesen und er hat es verstanden und er hat das, was quasi die Kritik jetzt ist. Und es geht hier um Remigrationsprojekt, eine wohltemperierte Grausamkeit. Was bedeutet das übersetzt? Das bedeutet übersetzt, wir müssen ein homogenes Volk schaffen und dazu gehört es eben, dass kulturfremde Menschen ja aussortiert werden. Sie müssen das Land verlassen. Und die Grausamkeit besteht eben darin, dass man sie gewaltsam irgendwie zum Verlassen zwingen muss. Wer dann bleiben darf und wer nicht, ich meine, das ist ja die zweite Diskussion, ja, aber das hört sich schon ziemlich heftig an, ja. Man hat jetzt das Gefühl, okay, er hat das Buch gelesen und er hat all diese Kritikpunkte analysiert, er hat Höcke analysiert, er ist ja ein Advokat der AfD und ich spare mir jetzt mal das zweite Video anzuschauen und ich glaube mir einfach mal, ja, wenn er schon darauf hinweist. Und wer macht es? Ich mache es natürlich. Ich habe mir sein Video angeschaut und ich sage euch, er geht 0,00 auf diese Zitate zum Beispiel ein. Gar nicht. Er diskutiert Punkte, er diskutiert etwas, was wir in unserem 4-Stunden-AfD-Ding auch diskutiert haben. Es geht um den Mythos, es geht um das Denkmal der Schande, also den Mythos Deutschland, dass es quasi einen negativen Mythos hat, Denkmal der Schande. Aber er geht nicht quasi auf die harten Zitate ein, die in dem Buch nie zweimal in denselben Fluss springen, stehen. Geht er nicht drauf ein. So, der erste Artikel ist von Telepolis. Ich weiß, linke Presse, aber ist ja völlig egal. Es geht ja nur darum, dass hier Zitate gebracht werden. Und das sind Zitate, die kann man auch nicht aus dem Kontext reißen. Sondern hat er so gesagt, hat er so geschrieben. Das kann man ja auch nachlesen. Ich habe das Buch auch gelesen, ja, und ich habe die Zitate da auch gefunden. Die Ablehnung des Grundgesetzes. Moment mal, Ablehnung des Grundgesetzes, da habe ich auch etwas von Firdaus Rahn gefunden. Das Wort Religionsfreiheit gibt es erstens im Grundgesetz nicht. Die Freiheit des Glaubens und des Gewissens und die Freiheit des religiösen Bekenntnisses finden Anklang in Artikel 4 des Grundgesetzes. Artikel 4 des Grundgesetzes, Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Lediglich Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet, spricht dafür, aber ich kritisiere diesen Absatz, denn, und das ist zweitens, mir konnte bisher keiner glaubhaft erklären, warum dann nicht auch Hinduisten hierzulande die Witwenverbrennung durchführen können und warum dieser Staat diesen Vorgang nicht auch zu gewährleisten hat. In dem Video vergleicht Firdaus Rahn die Witwenverbrennung, die übrigens sogar in hinduistischen Ländern wie Indien, zum Beispiel seit 200 Jahren verboten ist, in Nepal seit 100 Jahren. Er vergleicht sie mit dem religiös begründeten Tragen eines Stoffes. Absurder geht es nicht. Aber jetzt bin ich gespannt auf die Zitate, Tarik. Der Parteiengeist muss überwunden, die innere Einheit hergestellt werden, sagt er.
Schluss mit dem westlich-dekadenten Liberalismus und der ausufernden Parteienherrschaft. An deren Stelle soll eine fordernde und fördernde politische Elite, die unsere Volksgeister wieder weckt, treten. Ich weiß nicht, dass viele Leute, die politisch nicht versiert sind, ja, in politische Theorie auch, vielleicht übersetze ich das mal, was er damit sagt. Er ist der Meinung, dass der Parlamentarismus, das heißt das Parteiensystem, ja, mit Pluralismus, das heißt verschiedene Kräfte innerhalb der Gesellschaft, die die wetteifern und versuchen, Mehrheiten zu gewinnen, dass das zersetzend ist für den Volkskörper. Wir brauchen eine Einheit. Das, was wir als ja, Faschismus eigentlich beschreiben müssen. Man darf ja auch Höcke als Faschisten beschreiben, weil er eben so etwas geschrieben hat oder gesagt hat. Das heißt, es gibt, wenn man das theoretisieren möchte, einfach die Vorstellung, dass ein Volk eine Einheit sein muss und dass eben dieser Pluralismus, der durch die verschiedenen Parteien repräsentiert wird, überwunden werden muss und dass die Volksgeister geweckt werden mit eben, und das ist mit einer durch eine fordernde und fördernde politische Elite. Das heißt, es gibt diesen eine Art von Aristokratismus, ja, eine Art von Elitenherrschaft, ja, die gut ist. Die ist schon in Ordnung, ja. Und es gibt diese Vorstellung von einem Faschismus, wo eben alle Menschen eine Ideologie teilen und wo eine Einheit entsteht. Das heißt, das ist eigentlich gegen das Grundgesetz gerichtet. Weiter mit Machiavelli bezweifelt er, dass ein Volk überhaupt in der Lage ist, sich selbst aus dem Sumpf wieder herauszuziehen. Es braucht eine starke Persönlichkeit und eine feste Hand an langer Leine, um die zentrifugalen Kräfte zu bändigen und zu einer politischen Stoßkraft zu bündeln. Eine starke Persönlichkeit und eine feste Hand, das hört sich an wie der Führer. Der zweite Punkt, der Ausschluss der Opposition aus dem Volk. Höcke macht deutlich, der von ihm angestrebte Ausschluss von Teilen der Bevölkerung aus dem Volk betrifft nicht allein die Migranten. Höcke belässt es sich dabei, in offen rechtsradikalem Ton für den Kampf gegen den vermeintlich bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch zu agitieren. Er plädiert auch in Bezug auf die Menschen mit rein deutscher Abstammung für einschneidende Maßnahmen. Höckes Gesprächspartner meint diesbezüglich, brandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser kuriert werden. Höcke stellt zur von ihm angeschriebenen Umwälzung fest, dass wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, mitzumachen. Hört euch das doch mal an. Wer macht das denn schon so im Detail, dass er in so einem Video jetzt mal erwähnt? Und das alles erwähnt Firosic. Er hat das Buch gelesen. Hat er das überlesen, frage ich mich. Also wie kann man nur als jemand, der selbst kulturfremd ist, im weitesten Sinne, das lesen und nicht erschaudern, ja, ob das Faschismus, der eigentlich aus Höcke spricht. Also er ist politisch kein bisschen gebildet, scheinbar. Er kennt die Geschichte nicht, weil er das nicht einordnen kann. Aber ihr sollt das einordnen lernen, weil es einfach ist auch keine Kleinigkeit, was ihr hier sagt. Wir werden leider ein paar Volksteile verlieren. Das hört sich an wie unter dem Nationalsozialismus. Höcke denkt an einen Aderlass und deutet an, dass diejenigen Deutschen, die seinen politischen Projekten nicht zustimmen, aus Höckes Deutschland ausgeschlossen werden. Auf welche Art und Weise dies geschehen soll, bleibt der Fantasie überlassen. Wahlweise treten die Optionen Migration, Entrechtung, Kriminalisierung oder Liquidierung vors innere Auge. Jetzt kommt ein Zitat. Das ist auch schon hart. Die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Und das hat er einfach quasi in einem Gesprächsband veröffentlicht. Und der Firdaus Rahn hat das Buch gelesen, aber der hat das alles überlesen. Cherrypicking? Firdaus, ist das Cherrypicking? Das ist so hart, Mann. Es geht immer weiter in diesem Tenor. Es geht um Faschismus. Angesichts dieser Ansagen stellt der mit Höcke sympathisierende Gesprächspartner Hennig eine von ihm ganz und gar nicht kritisch gemeinte Frage, ob Höcke denn eine Lanze für den italienischen Faschismus brechen wolle. Höcke antwortet, wir haben Preußen als positives Leitbild. Höcke hakt nach, man kann den Faschismus ja auch als den Versuch einer Preußifizierung Italiens verstehen. Faschismus, ich hab's vorhin gesagt. Der Geschichtslehrer Höcke findet es einen interessanten Gedanken und fügt hinzu, das unbequeme Leben, das Mussolini seinen Landsleuten abforderte, erinnert zumindest ein bisschen an die kratzige, aber wärmende preußische Jacke, von der Bismarck sprach. Höcke weiß vom italienischen Faschismus nur Gutes zu berichten. Auffallend ist es, Höcke aber berät schweigt. Zur Einparteiendiktatur,
zum Verbot anderer, bla 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 bla. Also Höcke ist wie Fridolf Rahn jemand, der am äußersten rechten Rand sitzt und quasi die Grenzen des Sagbaren ausweitet und dabei ein Provokateur ist und Provokation als Zielmittel im politischen Kampf nutzt. Der bewusst manchmal auch quasi über die Grenzen hinausschießt, ja, um Aufmerksamkeit zu generieren, der aber letztendlich noch Teil quasi dieses politischen, ja, Spektakels ist. Ich meine, das ist ja auch richtig. Es stimmt ja, was er sagt, ja, aber was der Fedros nicht sagt, und das ist eben mein Grundargument, was er eben nicht sagt, ist, dass Höcke auch all diese Punkte in seinem Buch geschrieben hat. Ja. Und jeder soll sich selbst fragen, ob er das haben möchte. Die Analyse ist auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das, was Fedros in dem Video sagt, schlecht ist. Ich teile das meiste auch, ja. Aber ich sage, was lässt er aus? Er lässt eben diese ganzen harten Passagen aus. Aber indem er das Buch in die Kamera hält, mit diesen ganzen Notizen rechts an der Seite, also mit diesen, nennt man das, ja, diese farbigen Post-its, hat man das Gefühl, er hat das Buch durchgearbeitet und er hat sich die Mühe gemacht und er hat jetzt einen sehr objektiven Blick darauf als Migrant. Aber wenn man bedenkt, was er alles nicht erwähnt, ja, das lässt tief blicken an die Fähigkeit, Cherry-Picking zu betreiben. Ja, sie ist, guck mal, das habe ich ja versucht, so ein bisschen einzuordnen, was für viele nicht verständlich ist. Es gibt eben zwei Traditionen. Es gibt diese parlamentarische Demokratie, ja, und das ist quasi eine Ausgeburt des Liberalismus. Also das heißt, wir versuchen, allen Gruppierungen es gerecht zu machen und jeder soll nach seiner Faustform glücklich werden. Das ist, was wir hier im Westen als westlich bezeichnen. Es gibt aber im Westen selbst auch eine andere Tradition, und das ist die Tradition des Faschismus oder Autoritarismus. Und es sind Diskussionen, die in den 20er Jahren, 30er Jahren geführt wurden. Mussolini war der Vorreiter, derjenige, der das erst umgesetzt hat und der eben formuliert hat, es ist dieser Liberalismus, der ist schädlich für den Volkskörper, weil er eben keine Einheit schafft und weil es eben keine übergeordnete Idee gibt oder Ideologie gibt, die Menschen zusammenhält. Und wir müssen den Parlamentarismus überwinden. Es ist wichtig, lieber, dass wir alle an eine einzige Idee glauben und gemeinsam die verfolgen. Und da ist eben kein Raum für Andersdenkende. Ja, das Faschismus heißt, dass Wirtschaft, also die Konzerne und das Rechtssystem und die Politik alle auf einer Linie sind. Deswegen auch das Symbol des Faschismus, ja. Also wir haben in dem AfD-Zweiteiler haben wir auch einige Passagen über Björn Höcke. Ja, wir haben über seine Verbindung zu Götz Kubitschek haben wir gesprochen, über seinen offenen, ja, Rechtsradikalismus, insofern, als er ja gegen den Islam schießt ohne Ende. Wir haben sozusagen diese Islamkritik eingeordnet. Also wir haben es umfassender gemacht, als es das Fedros Rahn gemacht hat. Wir haben auch, wie Fedros Rahn, über diese ganzen Mythos Auschwitz gesprochen und wir haben das auch in Kontext gestellt und wir waren auch der Meinung, dass es nicht in Ordnung ist, dass man jetzt versucht, die deutsche Identität nur auf diesen negativen Mythos aufzubauen, und wir haben das auch kritisiert. Das heißt, wir haben das relativ umfassend gemacht, ja, aber diese Dinge haben wir interessanterweise auch nicht so erwähnt. Ja. Wir haben das ein bisschen übersehen. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, bin aber gar nicht so weit gekommen. Hätte ich mal das Buch durchgelesen, da wäre ich darauf gestoßen. Aber dass Fedros Rahn das ganze Buch liest, aber nicht auf diese Passagen stößt und das seinen Zuschauern vorher enthält, ja, das wird schon ein schlechtes Licht auf ihn. Und jetzt wird's lustig. Bei Minute 57. Ähnlich wie Todenhöfer sind auch zwei weitere Herrschaften einzuordnen, die zuletzt eine vernichtende Videoreihe gegen meine Position publiziert haben. Darf ich vorstellen, Dahir Chaudhry und Tariq Hübsch, zwei metapolitische Kommentatoren mit muslimischem Hintergrund aus eben jener politischen Richtung. Er sagt hier, ja, wir hätten eine vernichtende Kritik gegen ihn formuliert. Ja. Und ich sag's noch einmal. Dieses Video war nicht gegen ihn gerichtet. Wir haben ihn bewusst rausgelassen, ja, weil wir ihn herausgefordert haben. Deswegen eigenartiges Framing, was hier stattfindet. Und dieses Framing geht weiter. Bei Minute 8:11. Dahir Chaudhry war zuletzt auch federführend, aber erfolglos am Aufbau der Partei Team Todenhöfer beteiligt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, was er aber unterschlägt, und das ist wieder Framing. Er unterschlägt, dass Dahir Chaudhry, ja, mein Mütze tragender Kompagnon hier, sich von der Partei losgesagt hat, ja, als sie noch im Begriff war, sozusagen sich aufzubauen, und dass er einen Dreiteiler gemacht hat, eine Dokumentation gemacht hat, wo er einfach Todenhöfer zerstört hat.
Das heißt, er hat sich losgesagt und das lässt er einfach aus. Warum macht er das? Leute, denkt doch mal drüber nach, warum macht er das? Und das ist eben seine Methode. Die Methodik besteht eben darin, zu framen. Das, was er uns allen vorwirft gegenüber der AfD, macht er einfach par excellence. Deswegen debattiert er auch nicht. Ja, weil in der Debatte kann man nicht so gut framen. Wenn man aber seit, keine Ahnung, 6, 7 Jahren oder so YouTube-Videos macht, hunderte Videos gemacht hat, dann beherrscht man die Kunst des Zusammenschneidens und des Framens. Und das kann er eben, er macht das gut. Ich will es nicht leugnen. Er macht 20 Minuten, ja, er haut die Thesen raus, müssen wir bedenken, wie viele Schnitte da sind, ja. Durchgehende Schnitte, ja, weil er redet, der, die Sätze, teilweise innerhalb der Sätze sind Schnitte drin, einfach nur, damit es eben flüssig wirkt und damit es knallt, er schickt viel Arbeit dahinter, schätze ich. Aber was vor allem er zeigt, ist seine unfassbar gute Kunst darin, Leute zu framen und falsch zu framen. Weil, wie gesagt, Tahir hat Team Tonhöfer verlassen und er hat Team Tonhöfer extrem kritisiert. Er aber schafft es eben, den Tahir ständig zu framen. Und das macht er später noch einmal, wenn er zum Beispiel sagt, dass Tahir bei etablierten Medien gearbeitet hätte und sowas. Ja, aber ich glaube, darüber wird der Tahir selbst nochmal sprechen. Jetzt dachte ich mir, was kommt da jetzt auf mich zu? Ein Zweiteiler von fast 4 Stunden über meine Position in der Vergangenheit und die AfD aus dieser Ecke. Da bin ich doch mal gespannt, was ich bis dato übersehen habe. Hier behauptet er, wir hätten einen Zweiteiler von fast 4 Stunden über seine Positionen gemacht. Ja. Aber so wichtig ist er nicht. Wir wollten ja, ich habe dem Teil gesagt, hey, lass mal ein, was stimmt nicht mit dir, Feroz machen. Und dann hat er gesagt, nee, der Feroz ist nicht so wichtig. Wir müssen, dürfen keinen, was stimmt nicht mit dir, für ihn machen. Aber wir müssten jetzt schon detailliert auf seine Kritik eingehen. Wo ich diese zwei Migranten auf dem Dreiachsendiagramm der politischen Migrantentypen einordnen würde. Wo ich diese zwei Migranten, ja, also er framed uns als Migranten. Das ist despektierlich, vor allem in diesem Kontext, in dem er sich bewegt, ja, jemanden als Migranten zu bezeichnen. Das stimmt nicht, ich bin kein Migrant. Mein Vater ist Deutscher. Deutscher als Feroz jemals sein wird. Ich bin kein Migrant insofern, als tatsächlich mein Vater, deswegen mein Nachname auch, in Chemnitz geboren ist und einfach deutsch ist. Und meine Mutter kommt aus Indien, das heißt, ich bin halb. Wir sind ja keine zwei Migranten, wir sind ja nicht migriert. Also eigentlich, wir haben ja nur Migrationshintergrund, ne? Er ist auch nicht Migrant, er hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, wenn wir das genau machen, dann haben wir eventuell einen Migrationshintergrund. Ich habe einen halben Migrationshintergrund, Tahir hat einen ganzen Migrationshintergrund, aber Migranten sind wir nicht. Aber es klingt eben so ein bisschen knalliger, wenn er sagt Migranten. Aber er framed nicht. Das ist hundertprozentiges Framing, ist das. So, und jetzt wird es ganz besonders ekelhaft, weil er ganz kurz jetzt auf den Islam eingeht. Ja, wo er dann auch so ein bisschen dann sagt, ey, ich will jetzt nicht über Islam reden. Sprechend die übliche Relativierung und Verharmlosung an der Stelle. Die Einforderung von Geschlechtertrennung, das Einklagen von Kopftüchern im öffentlichen Dienst, Friedensrichter, Scharia-Gerichtsbarkeit, Parallelgesellschaften, Ehrenmorde, Zwangsverheiratung, Akzeptanz von Kinderehen, all dies zielt nur auf eines, auf die Islamisierung unserer Gesellschaft. Ja, das war auch die Zeit von Pegida natürlich. Und wir könnten natürlich jetzt überall drauf eingehen, theologisch und so, ist das überhaupt Teil des Islam? Also, wo man ganz klar sagen kann, hier, Kinderehen, Zwangsverheiratung, Ehrenmorde, Parallelgesellschaften. Ja, viele Sachen, Parallelgesellschaften, also vieles davon ist aus meiner Sicht eher kulturell geprägt und hat wenig oder gar nichts mit der Religion zu tun, wird von der Religion sogar abgelehnt. Migrationshintergrund, in Kriminalität aufwachsen, Mist bauen, ja, aufgrund der Umstände. Und sagt er, das hat mit dem Islam zu tun. Das ist absoluter Bullshit. Ich spare mir jetzt mal die inhaltliche Replik. Theologische Diskussionen auf der politischen Bühne mit Muslimen hatten wir in der Vergangenheit auf diesem Kanal zu Genüge. Irgendwann muss man einsehen, dass man gegen religiöse Dogmen nicht angehen kann. Warte, Tariq. Eigentlich müssten wir darauf antworten. Aber weißt du was? Wir lassen Feroz Khan selbst antworten. Ich habe ein 5 Jahre altes Video von ihm gefunden, wo er mit dem Faschisten Frank Krämer vom dritten Blickwinkel diskutiert, moderiert vom Freund der Todenhöfer-Familie, Nana Domina Lifestyler. Was mir interessiert, gibt es eigentlich Ehrenmorde gegenüber Männern oder immer nur gegen Frauen? Weil man hört ja mal, wenn eine Frau oder Mädchen diesen westlichen Weg eingeschlagen hat und den Eltern gefällt das nicht,
Das ist klar, nicht jeder, also ich will das auch nicht, dass über einen Kamm schön, dass jeder Moslem dann seine Kinder umbringt, aber es ist ja nun mal typisch für diesen Kulturkreis. Ja? Also kein Pastor tötet seine Tochter, ja doch, die Evangelien dürfen ja Kinder haben, wenn die jetzt nicht in die Kirche rennt oder sagt, ich bin jetzt Atheist. Ja, ne? Ja, also ich sage ganz offen und ganz ehrlich, das Thema Ehrenmord, das ist schon eine Kiste für sich. Dahingehend bin ich noch so in der persönlichen Forschung, kann das noch nicht abschließend beurteilen. Ich weiß ja aber, was du meinst. Ja? Aber gab es das denn gegenüber Männern? Oder mir ist tatsächlich genauso wie dir auch, nur dass eben diesen klassischen Fall Tochter oder Schwester bekannt. Mhm. Oder die Frau, die fremdgegangen ist. Ja? Die Frage ist halt nur die, und dahingehend bin ich in der Forschung, ist Ehrenmord auch islamisch, eindeutig islamisch konnotiert? Oder ist es nicht vielmehr eine arabische Tradition? Mhm. Was es nicht besser macht. Ja? Ja. Aber wenn wir über Islamkritik reden, dann sollten wir das differenzieren. Dass der Extremismus, dass man im Islam Übertreibung oder die Vertiefung oder die Radikalisierung Islam, das rührt mich aus dem Selbstverständnis des Islam. Weil ich glaube, der Feroz weiß es besser. Und es, glaube ich, zieht sich durch bei ihm. Er weiß es besser, aber er macht es fürs Publikum. Ja, das ist dieses Bedürfnis, danach anzukommen im deutschen Volk. Und zwar, ich habe gesagt, der Islam ist durch, also das Grundgesetz ist durch und durch islamisch. Und wir haben, und es ist schon interessant, wie er das gemacht hat. Wir haben was gemacht? Wir haben einen Ausschnitt, ich habe gesagt, es gibt einen Islamicity Index. Das heißt, es gibt quasi eine Organisation, die bewertet verschiedene Nationen, inwiefern sie den Prinzipien des Islam, also der Scharia, gemäß quasi ihre Gesellschaft da aufgebaut haben. Da geht es um Politik, da geht es um Ökonomie, da geht es um Rechtssystem. Und dann vergleicht man das mit den Prinzipien des Islam und macht man einen Index. Und dann ist ja immer rausgekommen, dass Dänemark zum Beispiel das islamischste Land ist, wenn man danach vorgeht. Und irgendwie ganz spät kommen erst islamische Länder. Und das zweite ist, glaube ich, Irland und dann noch ein paar skandinavische Länder. Und irgendwann kommt auch Deutschland relativ zu Beginn irgendwo. Das hat er rausgelassen. Er hat das einfach nicht mit eingeblendet, sondern er hat einfach nur gesagt, wenn ich sage, dass Deutschland Grundgesetz ist durch und durch islamisch, hat er stattdessen zwei Zeitungsausschnitte platziert. In einem Zeitungsausschnitt geht es um die Heirat des heiligen Propheten mit seiner Frau Aisha und in dem zweiten geht es um die Genitalverstümmelung bei Frauen. Und beides ist quasi für ihn Indizien dafür, dass der Islam niemals was mit dem Grundgesetz zu tun haben kann. Und ich finde, das ist ekelhaft. Das ist einfach ekelhaft, weil erstens lässt er das aus. Er lässt es einfach komplett aus. Er hätte ja auch darauf eingehen können und sagen können, hey, hört mal zu, die führen diesen Islamicity-Index an, aber der Index, der ist Bullshit. Hätte er machen können. Ja, da hätte man darüber diskutieren können, inhaltlich. Macht er aber nicht. Und dann wieder eben dieser Punkt, ja, er sagt dann irgendwann auch, er spart sich die inhaltliche Replik, ja, weil er eben nicht theologische Diskussionen mit Muslimen eingehen möchte, weil er das schon zu Genüge hatte. Ja, man muss einsehen, dass man gegen religiöse Dogmen nicht ankämpfen kann. Das ist billig. Ich sag's noch einmal. Feroz, wenn du Bock hast, ja, ich stelle mich dazu bereit, lass uns doch über den Islam debattieren. Lass uns darüber diskutieren. Ja, du hast ja anscheinend diese Diskussion gehabt. Ja, ich habe jetzt keinen gesehen auf YouTube. Ich brauche keinen Bock darauf, mir das anzuschauen, aber ich würde gerne mit dir darüber diskutieren. Zum anderen ist anzumerken, dass sie sich offensichtlich vom Mainstream entsagt haben, weshalb sie eine gewisse Distanz geschaffen haben zum Verbündetenlager. Heißt allerdings auch, dass sie in der Vergangenheit einen gewissen Hang zum Mainstream hatten. Wie gesagt, Taya hat in der Vergangenheit für Mainstream-Outlets wie die FAZ oder Zeit geschrieben und auch linke Parteien gewählt. Genau, Hang zum Mainstream. Frag mal meine ehemaligen Kollegen in den Redaktionen. Und heute eben die Abwendung vom Mainstream, weil sich auch gewisse neue Konfliktlinien auftun mit der eigenen muslimischen Identität, was insgesamt typisch ist für Muslime in Deutschland heutzutage. Was hat er gerade gesagt eigentlich? Ja, das ist hundertprozentig nur Psychologisierung. Also er glaubt irgendwie, uns einordnen zu können, indem er quasi ein psychologisches Profil von uns quasi zeichnet. Also es ist Quatsch, was er erzählt. Erstens, der Tai hat überhaupt gar kein, er war bei den Mainstream-Medien, er hat sich aber abgewendet. Warum hat er sich abgewandt? Weil eben er gemerkt hat, dass das nicht wahrhaftig ist, was da passiert. Er hat dazu auch ein Video gemacht. Warum sagt
Feroz Ranić, er hat ein Video dazu gemacht, ja, und er hat gezeigt, dass die Mainstream-Medien kaputt sind, durch und durch durchsetzt von irgendwelchen größeren Interessen. Darauf geht er eben nicht ein, der gute Feroz. Ja, stattdessen framed er den Taji als Mainstream-Anhänger, ehemals, ja, aber er hat irgendwie noch so ein bisschen Vergangenheit dort und Verbindung. Und danach diese ganz komische Erklärung mit den Konfliktlinien als Muslime und so, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht mal wirklich verstanden. Das hat er dreimal angehört, weiß gar nicht, was er damit meint. Was meint er damit? Da tun sich Konfliktlinien auf, Muslimidentität, und das ist völlig normal für Muslime. Was meint er damit? Dass wir Probleme haben mit den Mainstream-Medien, weil die den Islam verteufeln, ich weiß nicht, meinst du das damit? Verharmlosen die den Islam und kommen das? Ich verstehe es nicht, aber es hört sich eben cool an, wenn er das so erklärt. So. Da tun sich Konfliktlinien auf, und das kennen wir von Muslimen, alle über einen Kamm geschert. I don't know, was meinst du damit? Erklär mir das mal. Ich würde gerne drauf eingehen. Entsprechend sollte uns neben der Coach-Kritik an den Herrschenden die authentische Gegnerkritik an der AfD und ihren Wählern nicht sonderlich überraschen. Hier beklagen sie zum Beispiel die übermäßige Aufmerksamkeit, die die AfD in den letzten Jahren seitens der Altmedien genossen hat, unterschlagen dabei allerdings, dass diese Aufmerksamkeit ausschließlich in feindliche Intention herangetragen wird. Das stimmt nicht. Das ist einfach wieder mal, ist das schon Lügen? Ist es Missverstehen? Was ist das überhaupt? I don't know, aber hören wir mal das weiter an, weil es ist jetzt lustig. Was hat eigentlich diese ganze Darstellung der AfD gebracht? Wenn wir jetzt auf die neuesten Umfragewerte schauen, weißt du, sind die bei 22%. Das Bashing hat eigentlich dazu geführt, dass sie immer größer wurden, immer wichtiger wurden. Ja. Das ist ein relativ aktueller, krass, ein relativ aktuelles Cover. Von wann ist es? Hier siehst du es. Juni 2023. Also das ist, ich finde, das ist nicht lauter. Ich finde, das ist, sollte man nicht machen. Also damit diskreditieren die Medien sich selbst. Also, klar, jemand, der immer nur den Stern gelesen hat, der ist sowieso schon linksliberal Gehirn gewaschen. Aber jemand, der quasi Anhänger der AfD ist und der so etwas sieht, was denkt er sich denn dann? Ja, die Systempresse verteufelt uns. Was soll das denn, ja? Man kann man nicht objektiv darüber berichten. Das heißt, das System desavouriert sich selbst. Also, das nimmt sich selbst auseinander auf gewisse Weise. Warte mal ganz kurz, habt ihr es mitgekriegt? Er sagt zu uns, wir quasi erzählen nicht, dass die ganze Medienaufmerksamkeit in feindlicher Intention herangetragen wurde, nur um danach uns zu zitieren, indem wir sagen, dass die ganze Medienaufmerksamkeit in feindlicher Intention herangetragen wurde. Leute, findet den Logikfehler. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so lachen oder weinen soll, aber vielleicht hat er auch zwei, drei Begriffe nicht verstanden. Ja, das kann sein. Der Teil sagt so, das Bashing, to bash someone. Natürlich hat er es verstanden. Aber wenn er es verstanden hat, dann frage ich mich wirklich, warum sagt er erstmal etwas, was er selbst widerlegt durch das, was er von uns zitiert? Versteht ihr das? Ich verstehe diese Logik nicht. Und danach hinterher habe ich es ja noch einmal erwähnt. Ich habe gesagt, das ist nicht korrekt, dass die AfD so dargestellt wird. Ja, dann haben wir das so ein bisschen bezogen darauf, dass die AfD groß gemacht wird, eben durch die negative Presse. Und Leute, was erwartet ihr denn dann? Ja, wenn wie viel Prozent der Bevölkerung fühlt sich abgehängt, fühlt sich vom System überrollt, fühlt sich ökonomisch benachteiligt, hat das Gefühl, quasi am Ende des Geldes ist immer mehr Monat übrig. Das heißt, wie viele Leute haben ein Problem, ja, und haben zu strugglen und haben einen Hass auf die Eliten. Ja, und danach quasi werden sie konfrontiert mit dieser Systempresse. Es ist ja auf gewisse Weise Systempresse, die quasi nur nichts anderes machen, als auf gewisse Weise das System zu verteidigen, ja. Und wenn diese Systempresse dann quasi einen Feind auserkoren hat, ja, dann passiert das, was ganz gängig ist, ja. Dann wird quasi der Feind meines Feindes wird mein Freund, ja. Und das ist das, was passiert. Wenn wir die ganze Zeit die AfD bashen oder in die Pfanne hauen in der Systempresse, ja, dass die Leute das Gefühl haben, ja, aber da muss ja irgendwas Wahres dran. Das ist die echte Opposition, ja, und jetzt wähle ich dir erst recht, ja. Wenn der Stern, ja, wenn Fokus und Spiegel, ja, wenn die ganze Zeit lügen bei Kriegen, bei Corona und bei Migrantenthematiken, ja, und alles in einem bestimmten Licht zeichnen, und wenn sie dann auch noch die AfD verteufeln, ja, dann kann die AfD ja nur gut sein. Das ist unsere These gewesen. Okay, jetzt wird es ein bisschen ekelhaft. Es gibt diese Passagen in unserem Video, wo ich versuche, Migrantengewalt oder diese Thematik einzuordnen. Ich fasse das mal zusammen. Und das hat er auch wiedergegeben, und da hat er auch gesagt, dass er mitgeht in meiner Argumentation.
Und meine Argumentation ist folgende für alle, die da draußen, die irgendwie glauben, ich würde Migrantengewalt verteidigen. Wir verteidigen Migrantengewalt nicht. Ich finde es auch schrecklich, wenn Gewalt stattfindet. Das heißt, wenn irgendwelche Afghanen irgendwie ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigen, ja, dann ist das etwas, was absolut erschreckend und furchtbar ist. Und da gibt es nichts anderes als die harte Hand des Gesetzes. Und dann müssten die meinetwegen auch abgeschoben werden. Ich habe da jetzt auch nicht diese Vorstellung, ja, aber müsste die alle hier in Deutschland behalten. Nein, ich bin schon, da hat das Gastrecht verwirkt, sollte abgeschoben werden. Ja, vielleicht ist es AfD nah und ich weiß auch gar nicht. Ich habe mir auch wirklich nicht so sehr darüber nachgedacht, aber wir haben auch ein Problem mit Migrantengewalt, aber in dem Video, in diesem vierstündigen Video sagen wir doch, ich sag's doch, Feroz, ich hab's dir gesagt, ich hab's allen gesagt, ich werde nicht darauf eingehen. Ich hab gesagt, Taye, such es heraus, ich werde nicht in die Zahlen hineingehen, ja? Das sparen wir uns auf für die Debatte. Das war nicht Thema. Aber er baut sein ganzes Video auf dieses Thema, auf diese Thematik auf, was wieder unlauter. Er hätte das auch anführen können. Er hätte auch sagen können, die Leute wollten zwar nicht darüber reden, aber ich mache es trotzdem. Nein, er tut so, als hätte ich das schon verhandelt. Nein, bin nicht darauf eingegangen. Ich habe nur bestimmte Thesen in den Raum geworfen, ja, um das so ein bisschen mal ein größeres Bild zu zeichnen. Und die eine These lautet, die Zahlen sind nicht extrem. Und die These hat sich bewahrheitet. Ich habe die ja recherchiert und die Zahlen werde ich euch gleich zeigen. Ich habe gesagt, man muss die Zahlen vergleichen jetzt mit vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Wie hat sich das entwickelt? Ist es wirklich viel, viel schlimmer geworden? Und tatsächlich gibt es eine langfristige Tendenz, die werde ich auch gleich mit Statistiken aufzeigen, eine Tendenz, die nennt sich Kriminalitätsrückgang. Geht mal auf Wikipedia, gibt mal einen Kriminalitätsrückgang. Da werdet ihr sehen, dass in allen westlichen Ländern wir in den letzten Jahrzehnten einen Rückgang an Kriminalität haben. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, aber das ist erstmal die Tatsache. Was ich gesagt habe ist, und das hat er auch komplett außen vor gelassen, ich habe gesagt, die Farbe der Unterschicht hat sich geändert und Kriminalität hat immer was mit den sozioökonomischen Hintergründen zu tun. Und bei Belasch und Burgi hat Feroz Khan gesagt, er will von diesem sozioökonomischen nichts mehr hören, weil es immer noch diese Eigenverantwortung gibt. Und ich sage dir, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist folgender. Die AfD macht fremdenfeindliche Politik, indem man sagt, dass bestimmte Ethnien einen stärkeren Hang haben zu Gewalt und einen Hang haben, sich nicht an die Normen der Mehrheitsgesellschaft anzupassen, weil sie das Grundgesetz verachten, ja, und die Regeln nicht befolgen. Und Belas These zum Beispiel, meine These zum Beispiel, was die These aller Kriminologen ist, und man kann jetzt noch unnöcher irgendwelche Gutachten zeigen und irgendwelche wissenschaftliche Ausarbeitungen, ist, egal welche Ethnie du nimmst, fast schon egal welche Religion du nimmst, wenn bestimmte Parameter gegeben sind, neigen Menschen zu Gewalt. Das ist ein Ansatz, der eben nicht nur fokussiert auf Ethnie und Rasse und Religion, sondern sagt so, schaut auf den Menschen an, schaut auf die Gesamtumstände an und danach gibt es eine Neigung zu Gewalt mehr oder weniger. Und alle Zahlen der Welt zeigen das eben auch auf. Wir werden immer eine bestimmte Gruppe haben, die dazu tendiert, gewaltsam zu sein, die dazu tendiert, kriminell zu sein. Und da spielt es keine Rolle, ob das Deutsche sind, ob das Afghanen sind, ob das Tunesier sind oder was auch immer ist. Und das ist eigentlich nur eine sehr, 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 wie soll ich sagen, nüchterne, klare, von allen Wissenschaftlern vertretene These, die ich hier noch einmal formuliere und die ich damals formuliert habe. Und dazu stehe ich immer noch. Und auch wenn er jetzt sein Video macht und versucht, das irgendwie zu entkräften, kann er gegen diese Thesen eben nichts sagen. Ja? Er wirft stattdessen irgendwelche Nebelbomben. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen detaillierter in Statistiken hineingehen. Ja? Wir werden uns auch quasi Experten anhören, wie sie das einordnen.